Aaron Hole saß ruhig auf seinem Bett, während ein normaler 11-jähriger Junge damit beschäftigt sein könnte, mit seinem Spielzeug eine epische Weltraumschlacht zu entfachen, hatte dieser hier einfach nicht die dafür nötige Energie. Die späte Nachmittagssonne schien zum Fenster hinein, während er über die auf dem Boden verteilten Spielzeuge blickte. Du solltest dieses Tohuwabohu wirklich aufräumen, hallte die Stimme seiner Mutter in seinem Kopf. Ohne ein Geräusch zu machen, stand er auf und räumte alle seine Spielsachen auf. Als alles sauber war, nahm er mit der rechten Hand ein Bild von seinem Nachttisch und humpelte zurück zu seinem Platz auf dem Bett. Das Bild war von seiner Mutter, seinem Vater und ihm selbst, wie sie vor dem Eingang eines Vergnügungsparks standen. Er hielt ein Schaumstoffschwert in der linken Hand und eine Schachtel Süßigkeiten in der rechten. Sein Vater trug ihn auf seinen Schultern mit einem Kapitänshut, einer Augenklappe und einem albernen Lächeln, das sein Gesicht zierte. Seine Mutter trug ein rotes Kopftuch mit Totenkopf über ihrem lockigen blonden Haar mit einem gleichfalls albernen Lächeln zwischen den Ohren. Aaron sah sich nun im Spiegel seiner Schranktür an. Sein kurzes braunes Haar, normalerweise zu Stacheln hochgegelt, lag nun flach an. Ein großer Mullverband bedeckte seine linke Augenhöhle. Eine Schicht Verbände bedeckte die Stümpfe am Ende seines linken Unterarms und des linken Knies. Es hatte einen Autounfall gegeben. Die Ärzte hatten ihm im Krankenhaus gesagt, dass sie alles getan hätten, um das größtmögliche Stück von ihm zu retten. Sie sagten ihm, dass er und sein Vater Glück hatten, am Leben zu sein. Sein Vater war unversehrt aus dem Wrack gekommen. Seine Mutter hatte jedoch den Kürzeren gezogen. Aaron holte aus und warf das Bild durch den Raum. Der Rahmen prallte mit einem lauten Klack vom Spiegel ab. Der Klang der Stimme im nahegelegenen Wohnzimmer verstummte und es folgte das laute Geräusch von Schritten. Kumpel? Aaron konnte seinen Vater fragen hören, als dieser langsam das Zimmer betrat. Was ist hier los? Geh weg, murmelte Aaron. Sein Vater kam trotzdem herein, hielt an, um das Bild vom Boden zu heben und legte es wieder auf seinen Nachttisch, bevor er sich ans Ende des Bettes setzte. Aaron zog sich so weit wie möglich von seinem Vater zurück und rollte sich zu einem kleinen Ball in der Ecke ein. Er schloss die Augen und wartete darauf, dass der Eindringling endlich verschwand. Du hast Besuch, Aaron, sagte Herr Howell mit einem Seufzer. Willst du wissen, wer es ist? Aaron sah zu seinem Vater hinüber und sah, dass dieser auf den Boden starrte. Seine Augen waren rot und geschwollen und es gab sehr, sehr dunkle Ringe unter ihnen. Okay, flüsterte er. Sein Vater nickte und wandte sich der Tür zu. Sie können jetzt reinkommen, Frau Saker. Aaron beobachtete, wie eine alte Frau, die einen großen Koffer trug, aus dem Flur hereinkam. Sie trug einen dunkelblauen Geschäftsanzug und ihr graues Haar war in einem Knoten gebunden. Ihre rosige Haut und ihr sanftes Lächeln erinnerten ihn an seine Oma. Sie kniete sich langsam nieder, bis sie auf Augenhöhe mit ihm war und legte den Koffer neben ihm auf das Bett. Hallo, Aaron, sagte sie mit warmer Stimme. Mein Name ist Frau Saker. Es ist sehr schön, dich kennenzulernen. Die alte Frau streckte ihre rechte Hand aus. Aaron starrte sie für einige Augenblicke schweigend an. Schließlich streckte er seine Hand langsam aus und nahm den Handschlag an. Sind Sie eine Freundin meiner Mutter? Fragte er. Frau Saker antwortete mit einem kleinen Lächeln, bevor sie den Kopf schüttelte. Leider nicht. Ich arbeite für einen Mann namens Anderson. Dein Onkel hat meinen Chef angeheuert, um dir ein ganz besonderes Geschenk zu machen, Aaron. Ich bin heute hier, um es dir zu geben. Möchtest du es sehen? Aaron betrachtete den Koffer. Er nagte seinen Kopf für einen Moment zur Seite und stellte sich vor, was dort drin sein könnte. Nach ein paar weiteren Sekunden nickte er. Frau Saker stellte dann den Koffer auf den Boden. Mit einer fließenden Bewegung öffnete sie alle Klammern, den Deckel und drehte ihn mit einem warmen Lächeln zu Aaron herum. Auf der Schaumstoffanlage des Gehäuses lagen eine Hand, ein Bein und ein Auge. Wow. Aarons Mund fiel auf, als er an die Kante seines Bettes kroch, um einen genaueren Blick darauf zu werfen. Alle drei Objekte schienen aus einer Art Kunststoff gefertigt zu sein, wobei die Hand und das Bein Metallgelenke enthielten. Sowohl das Bein als auch die Hand waren mit einer Art weißem Stoff bedeckt. Das Auge sah ganz glatt aus. Onkel James hat die mir besorgt? Fragte Aaron und sah zu seinem Vater hinüber. Das ist richtig, Kumpel, sagte Herr Howell mit einem schwachen Lächeln. Du wirst so gut wie neu sein. Aaron richtete seinen Blick wieder auf die Stücke vor ihm. Sein Mund blieb noch einige Augenblicke offen, bis er es schaffte, cool, zu quietschen. Wir können sie sofort anziehen, wenn du willst, Aaron, sagte Frau Saker zart. Würde dir das gefallen?
Aaron blickte zu seinem Vater, der ihm wiederum ein kleines Nicken gab. Ja, bitte. Nun denn, lächelte Frau Saker. Lasst uns anfangen. Frau Saker ließ Aaron sich auf seinem Bett ausstrecken und nahm vorsichtig die Verbände von Arm, Auge und Bein ab. Sie legte jedes der Plastikteile auf das Bett und spritzte dann in jedes Körperteil etwas, das brannte. Das wird anfangs sehr, sehr wehtun, Aaron. Ich fürchte, da kommt man nicht drum herum. Es wird jedoch nur wenige Minuten dauern. Während dieser Zeit möchte ich, dass du dein rechtes Auge schließt und etwas denkst, das dich sehr, sehr glücklich macht. Kannst du das machen? Aaron nickte. Dann hielt er sein rechtes Auge so fest wie möglich zu. Auf der Schulter seines Vaters sitzend, ein Schaumstoff-Piratenschwert in der einen Hand und eine Schachtel Süßigkeiten in der anderen. Sein Vater trug eine Kapitänsmütze und eine Augenklappe. Seine Mutter am Leben, ihre Haare steckten in einem roten Totenkopf-Kopftuch. Integrieren, sagte Frau Saker scharf. Dann spürte er, wie sich tausende von winzigen, rotglühenden Ranken über seinen Armen, Bein und Augenhöhle spreizten. Er ließ einen ohrenbetäubenden Schrei los, als sie sich immer tiefer und tiefer in ihn vergruben. Er konnte spüren, wie sie sich durch ihn schlängelten, jede Sekunde schmerzhafter als die letzte. Schließlich hörten sie auf, sich zu bewegen. Alle Ranken erwärmten sich noch mehr und erreichten eine solche Intensität, dass Aaron dachte, er würde Feuer fangen. Stopp! Rief er, als er sich auf dem Bett wand. Stopp, stopp, stopp! Schließlich gab seine Stimme nach und Aaron fiel in die Bewusstlosigkeit. Es wird ein paar Wochen dauern, bis er sich an die neuen Teile gewöhnt hat, sprach Frau Saker streng mit Aarons Vater. Der weiße Stoff am Bein und der Hand ist speziell behandelt und nach etwa einem Monat sollte seine Haut vollständig darüber gewachsen sein. Zu diesem Zeitpunkt sollte sich die Iris seines neuen Auges ändern, um perfekt zu seiner natürlichen Augenfarbe zu passen. Ihr Schwager hat ausdrücklich darum gebeten, dass Aaron so normal wie möglich mit diesen Prothesen leben kann. Deswegen sind sie so programmiert, dass sie der Stärke seiner normalen Gliedmassen entsprechen. Keine Superkräfte, kein Röntgenblick. Frau Saker sah dann auf Aaron herab. Seine Atmung war schwer, während er fest auf seinem Bett schlief. Ich bin beeindruckt, dass es so gut gelaufen ist, fuhr Frau Saker fort. Anderson integriert seine Systeme normalerweise nicht mit biologischem Material. Allerdings sind wir noch nicht außerhalb der Möglichkeit von Nebenwirkungen. Vielen Dank, unterbrach Herr Howell, als er Frau Saker begeistert die Hand schüttelte. Sie haben keine Ahnung, was das für ihn bedeutet. Oh, ich glaube, die habe ich schon, Herr Howell, sagte Frau Saker, als sie schnell ihre Hand wegzog. Aber wenn jemand ihren Dank verdient, dann ihr Schwager. Soweit ich weiß, hat ihn diese ganze Sache eine hübsche Summe gekostet. Herr Howell nickte zustimmend. Frau Saker gab ihm ein großes Paket mit Papieren. Bitte lesen Sie diese Dokumente sorgfältig durch, sagte sie. Wenn Sie Fragen haben, gibt es auch Anweisungen, wie Sie meinen Arbeitgeber kontaktieren können. Versuchen Sie nicht, uns zu finden. Es funktioniert besser, wenn wir zu Ihnen kommen. Ohne ein weiteres Wort zu sagen, nahm Frau Saker ihren Abschied und verschwand in die Nacht. Herr Howell setzte sich dann wieder auf Aarons Bett und sah schweigend zu, wie dessen Brust sich rhythmisch hob und senkte. Nach einigen Minuten fasste er vorsichtig die neue Hand seines Sohnes. So gut wie neu. 4 Monate nach der Integration saß Aaron allein in seinem Schlafanzug im Dunkeln am Küchentisch. Tränen flossen in einem Strom aus seinem rechten Auge. Ein blutiges Steakmesser, fest umklammert in der rechten Hand, schnitt er in seinen linken Ellbogen. Ja, sagte Aaron zwischen dem vom Schmerzen verursachten Schluchzen. Geh ab! Für jedes von Aaron entfernte Stück Fleisch verbreitete sich die weiße Beschichtung der Prothese schnell, um die Lücke zu schließen. Dies veranlasste Aaron nur schneller zu schneiden. Der weiße Stoff hielt dabei Schritt. Was zum Teufel? Aaron hörte die kratzige Stimme seines Vaters aus dem Flur kommen. Die Lichter in der Küche flackerten an. Aaron beobachtete, wie sein Vater sich den Schlaf aus den Augen rieb. Herr Howell bemerkte dann das Steakmesser. Sein Mund klappte auf, während alle Farbe aus seinem Gesicht wich. Oh mein verdammter Gott! Rief sein Vater, als er schnell durch die Küche lief und ihm das Messer aus der Hand zog. Heilige Scheiße, was zum Teufel machst du da? Aaron war klar, dass sein Vater erst jetzt das volle Ausmaß des Schadens sehen konnte. Was ursprünglich eine Handprothese war, reichte nun bis zum linken Ellenbogen. Sein neues Bein war nun auf halber Höhe seines Oberschenkels. Ranken aus dem weißen Material umgaben sein linkes Auge. Aaron versuchte, sich loszureißen, aber sein Vater hielt ihn an den Schultern fest. Warum? Fragte er. Lass mich los! Aaron schrie aus vollem Herzen. Er fing an, sich zu winden und auf die Brust seines Vaters zu schlagen. Dieser gab aber nicht nach. Aaron! Rief sein Vater zwischen den Schlägen. Ich lass dich nicht gehen! Lass los! Schrie Aaron wieder. Er biss hart in den Unterarm seines Vaters. Sein Vater schrie vor Schmerzen und verpasste Aaron eine kräftige Ohrfeige. Stille erfüllte den Raum.
Es tut mir so leid, Kumpel. Herr Howell hielt ihn jetzt fest wie ein Bär in einer Umarmung. Aber was zum Teufel machst du da? Warum? Aaron schwieg. Sein Gesicht vergrub sich in der Brust seines Vaters. Er fühlte, wie sein Vater mit den Fingern durch seine Haare fuhr. Er atmete tief ein und brach zitternden Tränen aus. Ich kann diese Dinger nicht mehr ertragen, Papa, sagte Aaron zwischen dem Schluchzen. Bitte, zieh sie aus, die hören nicht zu mir. Was? Sie fühlen sich nicht an wie ich. Jedes Mal, wenn ich sie bewege oder mein linkes Auge öffne, spüre ich die Ranken in mir. Sie fühlen sich nicht wie ich an. Es ist, als würde man einen Haufen kaputtes Spielzeug zusammenkleben, aber ich kann das nicht auseinandernehmen. Aaron hielt seinen linken Arm hoch. Ich habe geschnitten und geschnitten und geschnitten und sie werden immer nur noch größer, Papa. Bitte mach sie ab. Aaron fühlte, wie sein Vater die Umarmung straffte, als er anfing, hin und her zu schwanken. Oh, Kumpel, sagte er seufzend. Wir werden das in Ordnung bringen. Ich werde Frau Saker sofort anrufen. Wir werden dich so gut wie neu machen. Herr Howell saß in seinem Lieblingssessel, Telefon in der Hand, als er die Nummer wählte, die er in den Unterlagen von Frau Saker gefunden hatte. Das Telefon klingelte mehrmals, bevor er es auf etwas, das wie ein altes DFÜ-Modem klang, umschaltete. Die Leitung wurde dann still. Herr Howell? Sagte Frau Sakers Stimme von der anderen Seite. Wie kann ich Ihnen helfen? Wir haben ein Problem, Frau Saker, flüsterte Herr Howell. Oh nein, nein. Wo liegt das Problem? Aaron sagt, dass er die Verbindungen der Prothesen in ihm die ganze Zeit spüren kann, antwortete Herr Howell. Es macht ihn wahnsinnig. Es ist so schlimm geworden, dass ich ihn dabei erwischt habe, wie er versuchte, seinen eigenen Arm abzuschneiden. Was passiert mit meinem Sohn? Was zum Teufel haben Sie mit ihm gemacht? Frau Saker schwieg für einen Moment. Was ist das? Was ist hier los? Es tut mir leid, Herr Howell, begann Frau Saker. Aber das Bewusstsein Ihres Sohnes hat die Prothetik abgestoßen. Was zum Teufel bedeutet das? Normalerweise verkamen sich die Prothesen nach der Integration direkt in das Nervensystem, erklärte Frau Saker. Zu diesem Zeitpunkt ist das Bewusstsein des Objektes nicht in der Lage, die Prothese von einem natürlichen Körperglied zu unterscheiden. In Aarons Fall erkennt sein Bewusstsein die Teile jedoch aktiv als Fremdkörper. Okay. Wie repariert man das? Frau Saker schwieg wieder. Das tun wir nicht. Das Problem ist nicht die Technik, das Problem ist Aaron. Mein Gott, können Sie sie dann wenigstens entfernen? Fragte Herr Howell flehend. Leider nicht, seufzte Frau Saker. Die Komponenten sind in sein Nervensystem integriert. Es gibt keine Möglichkeit, sie physisch zu entfernen, ohne dem Rest Aarons großen Schaden hinzuzufügen. Herr Howell sank tief in seinen Stuhl. Er hielt das Telefon von sich fern, als er seine Augen schloss und alles in seiner Macht Stehende tat, um einen Zusammenbruch zu verhindern. Als er weinte, konnte er Schritte im Flur hören. Ohne auch nur hinzuschauen, war er sich sicher, dass Aaron in den Raum spähte. Herr Howell? Fragte Frau Saker, ihre Stimme war schwach. Also, das war's dann? Fragte Herr Howell. Nicht unbedingt. Mit genügend Zeit könnte Aarons Körper irgendwann mit den neuen Komponenten synchronisiert werden, oder? Herr Howell legte auf und ließ das Telefon auf den Boden fallen. Dann legte er seinen Kopf in die Hände. So gut wie neu, Papa? Herr Howell fühlte eine Hand auf seiner Schulter. Er blickte auf, um zu sehen, wie Aaron ihn mit seiner Prothese packte. Herr Howell nickte bestimmt. Ja, Kumpel, sagte er. So gut wie neu.